Ja, hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen LS15-Folge. Freue mich, dass ihr hier auf Sosnovka wieder mit am Start seid. Natürlich machen wir heute genau mit unserem Rösti hier weiter. Dazu löschen wir direkt mal den Kurs raus. Wir brauchen ihn auf der Feldarbeit und Feld. Das ist unser neues Feld. Das ist das bisherige Feld. Und sagen direkt dreschen. Wunderbar. Soweit ist ja alles noch im Lot. Startpunkt enden. Ja, macht er. Wir haben ja das eingespeichert. Aber. Wo ist das aber? Da hier. Das wollte ich noch. Die ersten Meterchen machen wir natürlich wieder mit. Da sich da ja etwas schwer tut, der Gutste. Bis wir hier an unserem Punkt vorbei sind. Dann kann er auch alleine fahren. Und zwar jetzt. Er bleibt in der Spur. Wunderbar. Dann direkt in unseren Tetrapack. Den müssen wir noch abladen. Warten, bis Füllstand erreicht wird, brauchst du nicht mehr, denn der wird hier nicht mehr erreicht. Wo ist denn? Da müssen wir hin. Wir müssen natürlich den guten Kollegen hier erst einmal entleeren. Dann schicken wir den gleich den Rösti hinterher. In der Hoffnung, dass er nicht gleich voll wird. Nein, der Rösti ist erst bei 13%. Passt. Und dann brauchen wir auch unsere Stroh-Einsammelmaschine. Ah. Kurve zu scharf genommen. Gut, dass das hier nicht der Euro-Truck-Simulator ist. Denn da wären wir jetzt erstmal schön umgekippt. Und raus damit. So, dann fahren wir gleich mal hier lang. Halt. Bringt ja nichts. Wir machen erstmal die Plane zu. Dass wir hier drunter fahren können, ohne dass es hinten ja das Zeug reinlädt. Ist doch die Plane jetzt zu. Ja, genau. Die Getränke habe ich vergessen. Ich wusste es doch. Irgendwas war. Und auch hier stellen wir den jetzt ein. Ich hoffe, er macht es dann von allein. Lagerkurse. Hier haben wir noch keinen Lagerkurs. Na sowas. Na sowas. Warum haben wir hier keinen Lagerkurs? Das irritiert mich gerade. Ich dachte, ich hatte hier schon einen Lagerkurs festgelegt. Dann machen wir das natürlich manuell. Halt, wir fahren nicht durch die Frucht durch. Aufpassen. Ach nein. Ich glaube, der ist schon wieder auf dem Rückweg. Dann wird uns hier nichts anderes übrig bleiben, als durch die Frucht zu fahren. Aber ich hatte doch hier schon die Lagerkurse bestimmt. Das ist aber echt komisch. Oh, wir haben Glück. Er hat noch nicht gedreht.
So, wir drücken wieder Shift 3. Jetzt muss ich mal die Außenansicht machen und natürlich die Plane runter. So. Sonst funktioniert das Ganze ja nicht. Und jetzt bin ich stark am Überlegen, was wir uns als Nächstes holen. Was holen wir als Nächstes? Ich glaube, eine neue Saatmaschine. Und dann nehmen wir natürlich dann auch gleich die große mit 9 Meter. Weil, wenn ich mir unser neues Feld anschaue. Ja, na, ihr wisst selbst, das dauert dann. So, du kannst stehen bleiben. Dich mach mal aus. Und ich würde sagen, Saatmaschine. Die hat 9 Meter. Hat 4000 Liter. Ah, die ist auch ein bisschen, ja, zu oversized, sag ich mal, weil erstens ist das eine Direktsaatmaschine und die kann Kartoffeln und Rüben. Ja. Die hatte ich in einem anderen Spielstand mal verwendet, aber ich glaube, ich bleib dann bei der hier, weil die hat ganze 12.000 Liter. Das ist schon eine Hausnummer. Und ja, da passt natürlich eine ganze Menge mehr drauf. Und die werden wir auch holen. Porsche Pronto 9 SW gehört uns. Damit das Ganze jetzt schneller geht, werde ich die auch zurücksetzen. Normalerweise würde ich die jetzt abholen, aber ja. Gut, wir brauchen hier auch eine fette Maschine. Was sagt denn hier unser Saatgut übrigens? 4000. Weizen haben wir noch 10.000 drin. Wasser ist auch noch gut dabei. Dann würde ich jetzt erstmal sagen, wir füllen die erstmal mit 4000 auf. Und dazu braucht man eigentlich den hier, weil das ist der einzige, ja, ist, der die momentan fahren kann. Deswegen hatte ich ja gesagt, wir brauchen unbedingt noch eine zweite Maschine. Ich spare mir das jetzt mal. Ich mache das jetzt hier genauso. Traktoren. Das wollte ich doch nicht. Wo ist er? Unser T8. So. Und dann muss ich den natürlich wieder hier umstellen, weil er auch das wieder zurückgesetzt hat. Das ist natürlich ein Hammerteil, das ist Vieh. Wie sind denn die aktuellen Preise? Ich könnte natürlich jetzt auch bei uns reinschauen. Machen wir so. Hackschnitzel ist ganz oben. Raps ist ganz oben. Ja, Gerste ist sowas von nicht erwähnenswert. Dann würde ich sagen, wir bauen einfach nochmal Raps an. Weil wir in den ersten Folgen wirklich massenhaft Raps, Weizen und Gerste angebaut haben. Da ist das Ganze wirklich, ja, dezent gesunken. Und wo haben wir denn jetzt unser Saatgut? Ich glaube hier vorne. Da müssen wir hin. Saatgutabholung, genau. Und halt, da wird es schon gefüllt. Wir bleiben mal stehen. Das passt natürlich jetzt alles komplett rein. Und es wird noch nicht für ein
neues Feld reichen. Für unser neues Feld. Oh, da muss man echt aufpassen, dass wir mit dem Ding hier rumkommen. Kommen wir rum? Natürlich nicht. Ach, warum fahre ich denn auch hier so lang? Jetzt. Warum mache ich das eigentlich? Egal. Was bauen wir hier an? Gute Frage. Ich würde einfach sagen, wir machen auch hier Raps. Denn das Raps, was hier wächst, das werden wir auf jeden Fall immer in unser Fabrikgelände reinwerfen, bis es dann, ja, sag ich mal, auch hier für Fabriksachen oder irgendwelche anderen Sachen stehen, weil das will ich natürlich auch noch umbauen. So, und wir müssen jetzt, weil wir hier eine neue Breite haben, natürlich auch für dieses Feld 20. Na, wo sind wir denn jetzt hier? 19, sag ich doch. Düngen und säen. Feld 19. Automatische Arbeitsbreite sind 9 Meter. Das lassen wir mal auf 8,8. So. Genau, wir lassen es auf 8,8, genau wie ihr das jetzt sehen könnt. Wir fangen im Nordwesten an und fahren Richtung Süden. Also kann ich noch nicht einblenden. Startpunkt aktiviert brauchen wir bei dem hier nicht. Sagen berechnen. Genauso schaut es aus. Das können wir so lassen. Passt perfekt. Und das Ganze ist jetzt säen. 9 Meter. Feld 19. Ich kann mal wieder ausblenden. Dann haben wir den irgendwo hier unten. Da. Und verschieben das Ganze natürlich auch gleich direkt in die Feldaufgaben für Feld 19. Genau. Haben wir einmal säen mit 6 Meter und einmal säen mit 9 Meter. Okay, wunderbar. Anfangslinien können bleiben, also hier oben die Dinger. Und ich würde sagen, wir legen direkt los. Das Ding nochmal runter. Halt, ich bringe das nochmal kurz in Position. Ach, das ist gar nicht so einfach mit dem Teil. Habe ich denn jetzt hier überhaupt diese Spurreiser-Dinger da? Die will ich natürlich nicht haben. Okay. Allrad. Natürlich einschalten. So, wir haben es unten. Jetzt fährt es hoch, jetzt fährt es runter. Wir schalten ein und fahren direkt los. Genau, das wollte ich nicht, diese Spurreiserteile. Und was mir jetzt auffällt, was ich falsch gemacht habe, ist, dass ich hier noch gar nicht gedüngt habe. Aber jetzt warte ich mal kurz ab, wie der hier überhaupt mit diesem Wendemanöver klarkommt.
scheint relativ gut zu gehen. Wenn dann nochmal so ein kleiner Bippus stehen bleibt, ist auch nicht verkehrt. Oder tragisch. Laut meinen Informationen wurde das ja auch im LS-17 bereits verbessert. Diese Wendemanöver. Okay, den lassen wir in Ruhe jetzt hier arbeiten. Und wir brauchen auf jeden Fall noch etwas zum Düngen. Wo ist die Amazone? Da. Und los geht's. Da hat uns echt die Amazone hier hinten aus der Kurve rausgedrückt. War ich zu schnell unterwegs, habe die Kurve zu scharf genommen. Und jetzt mache ich auch wieder, was ich ungern mache, einfach nochmal über unser Gesätes drüberfahren. Das werden wir natürlich hier bei unserem neuen Feld anders machen. Furchtbar. Also ich mag ja die kleinen Traktoren. Ups, zu früh. Wirklich, die gefallen mir richtig gut. Aber ich glaube, die sind auf dieser Map Sosnovka einfach ja zu klein. Denn ihr seht ja, wir haben hier wahnsinnig große Felder. Und die kleinen Traktoren sind mit dieser Aufgabe meines Erachtens halt wirklich total überfordert. Also wenn ich hier mal anschaue, Moment, ich blende auch mal meinen Mauszeiger ein, der jetzt gerade nicht aktiviert werden will. Machen wir es so. Na, ihr seht, wenn man jetzt hier diese ganzen Felder hat oder das Riesenfeld, was wir jetzt hier haben, hier oben das schon alles zusammengeschlossen haben. Wenn man meines Erachtens vielleicht noch die Felder zusammenschließt, man weiß es ja nicht, was ich so vorhabe, mal schauen, dann ist das, falscher Knopf, natürlich schon eine ganz, ganz krasse Hausnummer. Und ja, da sind die kleinen Traktoren halt wirklich leider nicht so geeignet dafür. Das erinnert mich so ein bisschen an die Map, wie hieß die doch gleich? Die Standard-Map beim LS-15, nicht die Volksholm. Die amerikanische Map. Ich komme jetzt nicht drauf. Mir liegt es auf der Zunge. Nicht die Björnholm, sondern... Oh Mann. Wie peinlich. Unfall, Unfall. Westbridge Hills oder so. War das so? Naja. Super. Und da bleibt wieder ein kleiner Streifen übrig. So, dann haben wir auf jeden Fall das Feld schon fertig und ich muss sagen, es sieht eigentlich relativ gut aus. Ne? Wir haben keine Fehler bisher mit unserer Saatmaschine und dem Gerät hier von dran. Scheint gut zu passen. Halt, ich mache folgendes, ich fülle den nochmal kurz auf. Und dann geht es damit dann direkt auf unser großes Feld. Ich rutsch schon wieder hin und her. Und jetzt hänge ich hier fest. So. Der gute alte Abkoppel-Ankoppel-Trick funktioniert immer wieder. Na.
Sind wir überhaupt richtig? Dünger abholen. Haben wir Dünger denn drin? 4000 auf jeden Fall. Sehr schön. Und wir fahren auf unser neues riesengroßes Feld. Und dann bin ich mal gespannt, ob das Ganze dann so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Und das werden wir natürlich dann erst in der nächsten Folge sehen, denn unsere Zeit ist bedauerlicherweise schon wieder abgelaufen. Wir sind am Start. Oh, ich sehe gerade, wir müssen ja auch noch das Feld räumen. Ach herrje. Okay, das machen wir in der nächsten Folge. Räumen wir auf. Und ja, danke fürs Einschalten. Vielen, vielen Dank nochmal an meine Abonnenten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Also, Dankeschön und auf Wiedersehen. Ciao und Baba.